Schönen guten Abend, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den 9. April 2024 und habe das Thema, Karle kam hier im ersten oder heute wurde bekannt gegeben von der Nancy Faeser, Innenministerin SPD. Das hat die Kriminalstatistik vorgelegt von 2023 und hier kommt ganz klar auch zur Sprache, dass die Kriminalität auch unter Jugendlichen stark gestiegen ist in 2023 und das wird sich auch in 2024 hier weiter fortsetzen. Da müssen wir uns ja mal ganz ehrlich machen und ich konnte es kaum hören und kaum glauben. Hier von der CDU hat wohl einer gesagt in der Bundespressekonferenz, wir müssen hier Einwanderung besser kontrollieren. Ne, nicht mehr alle reinlassen, aber das sind alles nur Worte. Hier müssen eigentlich Taten folgen. Das muss sofort passieren. Was hier teilweise abgeht, ist eine normale Schlussfolgerung, wenn man jeden Monat 20.000 junge Menschen hier reinlässt, ohne Passkontrolle, ohne Papiere, ohne Wissen, wer da eigentlich kommt. Das hat schon Hans-Georg Maaßen ganz klar bemängelt. Das geht eigentlich nicht. Und das wird uns hier vor die Füße fallen. Und genau das sagt diese Statistik aus. Und ich wette mit euch, die wird in 2024 viel schlimmer ausfallen, weil wir ja immer noch weitere hier einwandern. Die kommen in Unterkünften, werden nicht richtig betreut, nicht richtig integriert. Aber das kommt gleich alles hier in meinem Bericht hier vor. Ich habe einen kleinen Mitschnitt vom ARD Nachrichten und gehen dann mal kurz hier in einen Zeitungsartikel von der Bild-Zeitung. Wer neu ist, kostenloses Abo dalassen, Video teilen, Kommentare drunter schreiben und bleibt bis zum Schluss dran, wird wieder hochinteressant, meine Meinung nach. Okay, ich schalte euch da jetzt in den Artikel um. So, meine lieben Zuschauer, ich denke mal, ich kann hier Bild-Zeitung nehmen. Das Thema ist ja hier bekannt. Hier steigende Migration hat mehrere Straftaten geführt. Ne? Steigende Migration, also Einwanderung, hat zu mehr Straftaten geführt. Wem wundert es? Also mich wundert das absolut nicht. Hat die AfD und Wagenknecht Hans-Georg Maaßen hat vor dieser Situation ganz stark gewarnt. Aber hören wir jetzt mal die Zahlen hier hören wir es uns mal an. Wird da hier gezeigt, denke ich. Sonst nehmen wir gleich hier bei ARD. Lasse ich hier nochmal so ein Video, einen Beitrag mitlaufen. Ne? Stellten krasse Zahlen zur Ausländer- und Jugendkriminalität vor. Stellten krasse Zahlen. Ne? Innenministerin Nancy Faeser, SPD, Michael Stübgen, CDU-Vorsitzender der Länderpolizeikonferenz und BKA-Präsident Holger Münch. Hier auf dem Foto. Also jetzt nicht mehr Thomas Halgenwang, ne, der Bundesverfassungsschutz, aber der hat ja damit nichts zu tun, glaube ich. Der macht ja Parteikontrolle und muss ja da weiter da arbeiten. Um 11 Uhr präsentierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, 53 SPD, die Zahlen des Polizeikriminalstatistik PKS 2023 vor. Zitat, Deutschland ist eins der sichersten Länder der Welt, aber auch nicht mehr lange. Das möchte ich am Anfang nochmal betonen. Zitat Ende. Da sage ich aber nicht mehr lange. Ganz klare Ansage. Und das gilt nicht mehr für alle Bereiche. Ich denke mal, Leute, die am Bahnhof wohnen, in Innenstädten, die können hier, glaube ich, das nicht bestätigen, dass Deutschland eins der sichersten Länder ist. Ne? Und las dann Schockzahlen vor. Jugendgewalt, Ausländer- und Drogenkriminalität in allen Kategorien stiegen die Zahlen dramatisch an. Ne? Da fehlt ja schon Menschenhandel, Drogenhandel, ja gut, ist auch da drin, okay. Faeser sagte pflichtbewusst, was Bild zum Sonntag gefordert hatte. Wir müssen über die Ausländerkriminalität reden, aber hier wird ja nur geredet, hier wird ja nicht gehandelt. Das ist ja, was man hier dieser Ampelregierung ganz klar ankreiden muss. Nur alles gegen die Bevölkerung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen hier da mitgehen. Die werden hier keinen abschieben, weil die Grünen sind ganz klar dagegen. Ne? Ohne Scheu und Resentiment.
Zitat Ende. Für die gestiegene Gewalt gebe es keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung. Wer sich nicht an Recht hält, hat keinen Anspruch auf Schutz. Ach, die Zahlen 2023 wurden 5,6 Millionen Straftaten erfasst. 5,6 Millionen Straftaten. Das sind die offiziellen Zahlen. Ich möchte aber nicht wissen, wie viel noch in der Dunkel, die gar nicht erfasst werden, wo keiner anruft, wo alles hier so ohne Erfassen weiterläuft. Das möchte ich nicht wissen. Ohne Verstöße gegen das Ausländerrecht. Das kommt dann noch oben drauf. Plus 4,4%. Und die Zahlen der Ausländer unter jungen Strafverdächtigen explodiert. Schwacher Trost. Mehr Verbrechen wurden aufgeklärt. So Faeser. Na, das ist eigentlich gar kein, das wissen wir ja gar nicht. Und es gibt ja mehr Straftaten, die gar nicht aufgeklärt werden. Und viele werden ja auch wieder freigelassen. Siehe hier, wenn die Kriminellen, die Jugendlichen unter 18 Jahre sind oder unter 13-Jährige, die jetzt hier in Oberhausen auch, in Dortmund auch Obdachlose mit Messer attackieren, schwer verletzen oder teilweise ja töten. Das kann es alles nicht mehr sein. Aber ich finde, ich habe die große Befürchtung, dass das hier alles schon zu spät ist. Wir werden die nicht mehr los. Die sind ja einmal jetzt hier im Lande. Die verteilen sich, die sind in den Unterkünften. Wir werden in den Schulen, in den Turnhallen. Und die werden wir nicht mehr los. Die werden älter, die werden alle kriminell. Die werden nicht integriert werden. Aber das hören wir gleich noch im kleinen ARD-Bericht. Gut, gehen wir hier weiter. Sie forderte schnelle Abschiebung. Nancy Faeser forderte schnellere Abschiebung. Kann ich ja kaum glauben, ne? Wer sich nicht an Recht halte, habe ja keinen Anspruch auf Schutz. Und die Vorratsdatenspeicherung, gegen die sich die in der Ampel Grüne und FDP sperren. Zahl der Straftaten von jungen Ausländern explodiert. Wir müssen über Ausländerkriminalität reden. Neue Zahlen liefern den Beleg dafür. 5,6 Millionen Verbrechen in Deutschland. Wir werden alles tun, um Kriminalität zurückzudrängen. Klar, so Faeser. Darum stärke die Regierung die Polizei. 41% der Straftaten, 41% der Strafverdächtigen und Straftaten waren Ausländer. Michael Stübgen, CDU-Vorsitzender der Polizeikonferenz der Länder, sagte, Zitat, insgesamt ist festzuhalten, dass wir 2023 den höchsten Stand der Kriminalität der letzten 7 Jahre verzeichnen. Ja, und weiter, Zitat, 41% derjenigen, die im vergangenen Jahr eine Straftat verdächtigt wurden, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Zitat Ende. Wow. Dabei sei der Anteil der Ausländer in der Gesamtbevölkerung nur bei 15%. Tendenz steigen, ne? Stübgen weiter, Zitat, den Anteil schön zu reden oder zu ignorieren ist genauso falsch und schädlich wie politischer Alarmismus und ein Generalverdacht gegenüber Ausländern. Zitat Ende. Wahr sei, dass überdurchschnittlich viele Ausländer straffällig werden. Ja, also ich sag mal, viele Messerattacken, viele Messerüberfälle werden von Ausländern gemacht. Überwiegend, ne? Später forderte Cybermobbing als Straftat zu deklarieren, sprich Mobbing im Internet. BKA-Präsident erklärt die gestiegene Kriminalität. Er lieferte seltsame Erklärungsansätze. Inflation, die wirtschaftliche Belastung. Ja, das hören wir gleich auch nochmal aus seinem Munde. Mehr Ausländer, mehr Straftaten, das ist wohl ganz klar, ne? Die Corona-Ausrede, weil die Pandemiebeschränkungen gefallen seien ausländische Jugendliche mobiler und krimineller. Das habe zu mehr Tatanlässen geführt, insbesondere bei Jugendlichen, die in besonderem Maße anfällig seien. Ihre psychische Belastung wirkte nach. Klarer Zusammenhang. Hat die Migration Deutschland unsicherer gemacht, fragte Bild auf die Pressekonferenz nach. Der Zusammenhang ist richtig. Ach, steigende Migration hat zu mehr Straftaten geführt. Ja, ne? Also ein klares Ja, fragte Bild-Reporter nach.
betretenes Schweigen von Faeser, die das so nicht wiederholen möchte. Klares Kopfnicken von Stübken. Dann schreitet Münch ein. So allgemein könne man das nicht sagen, aber wenn die Belastungsgrenze überschritten sei, dann schon. Und meiner Meinung nach, die Belastungsgrenze ist schon lange überschritten. Meine Meinung. Ja, da war schon 2018, 2019 konnte man das sehen, aber wir schaffen das. Das ist immer die Frage, wer ist wir? Jetzt sind wir in 2024 und das wird noch richtig hier zunehmen. Ne? Gehen wir mal hier, könnt ihr dann nochmal mit, nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Die einzelnen Zahlen, Hauptdelikte 17,4%, Körperverletzung, das sind ja alles nur die offiziellen Zahlen. Ich möchte nicht wissen, die inoffiziellen, vielleicht haben wir nochmal das Doppelte. Ne, Messeangriffe, die werden ja gar nicht alle hier nachverfolgt. Wie viele, ne, macht das? Also das ist sehr hochgesprungen. Tatverdächtige, das können dann noch mal hier einzeln durchlesen. So, das zu lange. Okay, das ist, mache ich mal hier Schluss. Ich schalte euch jetzt mal um zu dieser ARD-Pressekonferenz und dann könnt ihr das noch mal hier, was hier zu lesen bekommen habt, Stand April 2024, also ganz aktuell. Ja, ich schalte euch nochmal um hier zu diesem Interview. Oder ist das Bundespressekonferenz, ne? Ja. So, hier bin ich, sind wir jetzt hier bei beim ARD. Ich denke mal, das kann ich hier wohl ablichten. Das ist ja kleine ARD-Mediathek. Gehen wir mal kurz hier rein. Das ist ja so maximal 5 Minuten Bericht und hören wir mal und dann sage ich da nochmal ein paar Sätze dazu. Okay, los geht's. Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2023 vorgestellt. Demnach gab es im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten, mehr tatverdächtige Ausländer und eine zunehmende Zahl von minderjährigen Verdächtigen. Wie zuvor schon bekannt geworden war, stieg die Zahl der registrierten Straftaten insgesamt um 5,5%. Die Statistik bildet allerdings nicht ab, wie viele der ermittelten Tatverdächtigen am Ende auch verurteilt wurden. Politik und Sicherheitsbehörden alarmiert. So oft wie 2023 war die Polizei seit Jahren nicht mehr im Einsatz. Auffällig dabei der Anstieg von Gewaltdelikten. Die Kriminalstatistik zählt 214.099 Gewalttaten, ein Anstieg zum Vorjahr um 8,6%. Hier gilt für mich ohne Wenn und Aber null Toleranz. Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen. Und eine weitere Zahl in der Statistik aller Straftaten lässt aufhorchen. Die der nicht-deutschen Tatverdächtigen, zu denen auch Touristen oder Arbeitspendler zählen. Verstöße gegen das Ausländerrecht nicht mitgerechnet, ist die Zahl der Tatverdächtigen um 13,5% gestiegen. Menschen ohne deutschen Pass machen 34,4% aller Tatverdächtigen aus. Die Gründe dafür vielfältig. Die Bevölkerung ist durch die Zuwanderung Nicht-Deutscher in den Jahren 2022 und 2023 deutlich angestiegen. Und es ist erwartbar, dass sich das natürlich auch in den tatverdächtigen Zahlen niederschlägt. Richtig ist aber auch, Menschen, die bei uns Schutz suchen, nicht deutsche Personen, die sich bei uns aufhalten, weisen Risikofaktoren auf. Wie ein geringeres Bildungsniveau oder eigene Gewalterfahrungen. Aus einigen Bundesländern kommt nun erneut die Forderung, Migration zu begrenzen. Das beste Mittel gegen Kriminalität von Zuwanderern ist eine gelungene Integration. Wir können es daher nicht weiter dem Zufall überlassen, wie viele Menschen zu uns kommen. Eine Erfolgsnachricht konnte die Bundesinnenministerin heute zumindest verkünden. Es wurden wieder mehr Straftaten aufgeklärt, deutlich mehr als die Hälfte. Ja, aufgeklärt heißt ja noch nicht mal, dass sie verurteilt wurden, ne? Das muss man ja auch noch mal unterscheiden. Und die Dunkelziffer wird noch viel höher sein, ne? Aber hören wir noch mal hier den zweiten Teil. Als besorgniserregend werten Politiker und Experten auch die zunehmende Kinder- und Jugendkriminalität. Bei den Kindern unter 14 Jahren stieg die Zahl der Tatverdächtigen im vergangenen Jahr um 12%. Bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren waren es 9,5% mehr im Vergleich zu 2022. Und unter 14, das ist ja meistens in unseren Schulen. Und
da werden dann diese Tatverdächtigen dann halt so dann durchgeführt, und das sind dann die 12%, wenn die Leute, wenn die Schüler, Entschuldigung, mit Reizgas oder Taschenmesser in die Schulen, in die Klassen kommen und das alles noch mit Handy filmen. Das ist ja auch nochmal hier, was überhaupt nicht geht, meiner Meinung nach, ne? Aber das ist unsere neue Welt. Es wird noch schlimmer werden. Das hier ist erst der Anfang. Mal schauen, wie die Zahlen für 2024 ausschauen. Wenn jeden Monat immer weitere, jeden Monat 20.000 neue Jugendliche unter 18 bis 18, 16, 17-Jährige hier nach Deutschland kommen und hier Antrag auf Asyl stellen und überhaupt gar nicht integriert werden können, oder wo wir völlig überlastet, überfordert sind, ne? Das kriegen die ja auch mit. Hüseyin Kansay arbeitet seit 38 Jahren im Kölner Norden mit Jugendlichen. Kleinere Straftaten wie Diebstahl beinahe alltäglich, aber oft auch Gewalt. Es gehe immer brutaler zu, beobachtet er. Mittlerweile ist es heute sicherlich so, dass die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, bei weitem wirklich reduziert worden ist, ohne Vorankündigung, ohne alles, dann direkt zugeschlagen wird oder sicherlich in Gruppen dann auch Gewalt ausgeübt wird. Die Gründe sind vielfältig. Forscher sagen, Gewalt anzuwenden sei heute akzeptierter unter Jugendlichen. Männlichkeitsbilder, die Gewalt verherrlichen, verbreiteter. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik steigt auch die Zahl von jugendlichen Tatverdächtigen ohne deutschen Pass. Kriminologen sagen, das erkläre sich auch durch mehr Zuwanderung in den vergangenen Jahren. Außerdem hätten diese Jugendlichen hier erst einmal schwierigere Ausgangsbedingungen, zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften. Ja, und in diesen Flüchtlingsunterkünften sind ja auch verschiedene Nationalitäten. Die haben keinen Ausgleich, die sind gar nicht integriert. Ich weiß nicht, ist der Artikel hier zu Ende? Mal schauen mal weiter. Sie haben häufig geringere ökonomische Ressourcen, sie haben zunächst mal Bildungsnachteile. All das sind Umstände, die es etwas wahrscheinlicher machen, dass man an Straftaten beteiligt ist. Prävention und schnelles Eingreifen seien wichtig. Die Initiative Kurve kriegen setzt früh an. Sobald ein Kind das erste Mal eine Straftat begeht, gehen sie mit Polizei und Sozialpädagogen in die Familie, bieten Hilfe an. Wenn die Kinder freiwillig mitmachen und vor allem auch die Eltern, haben wir wirklich viele Maßnahmen und können die Kinder ja ganz toll unterstützen. Ja, aber das ist doch alles nur schön geredet. Das ist doch klasse, dass es hier sowas gibt. Aber die sind doch völlig überfordert. Das muss der Staat übernehmen. Das ist doch ja teilweise ehrenamtlich. Wo kriegen die ihr Gelder her? Das reicht bei weitem nicht, meine Meinung. Ne? Und auf den richtigen Weg wiederbringen. Über 2 Jahre begleitet das Team eine Familie. Oft mit Erfolg, sagt die Initiative. 80% der jungen Straftäter würden die Kurve kriegen. Die kriselnde Ist denn nur die Frage, wie lange, und sind die nicht nachher rückfällig? Das muss man ja alles dann weiter verfolgen. Und das reicht bei Meiten nicht aus. Das ist meine Meinung. Ne? Aber ich halte euch nochmal um, sage nochmal ein Schlusswort. Ja, aber schreibt ihr da mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht, woran das liegt, an die steigenden Zahlen der Kriminalität unter Jugendlichen, unter 18, woran liegt das überwiegend? Meine Meinung ganz klar ist hier die unkontrollierte Einwanderung, dass sie ohne Pässe hier reinkommen und auch nicht so schnell integriert werden können, wie das hier vielleicht unsere Politiker möchten, und das seit 2015, wo sie alle hier aus den Kriegsgebieten kamen. Ja, da muss man helfen, aber man hätte 2018, 19 die Grenzen eigentlich schließen müssen. Man hat sie weiter offen gelassen, die Grenzen. Obergrenzen hat man nicht eingehalten. Und danach kam ja irgendwann noch der Ukraine-Krieg, das kommt ja auch noch on top dabei. Die müssen ja auch versorgt werden. Und wenn man Berlin oder hier die ganzen Oststädte sieht, wo die dann meistens kleben bleiben, bestimmt katastrophal, wenn dann verschiedene Ethnien, verschiedene Kulturen da aufeinander schlagen, dann noch mit unseren Deutschen, dann noch mit Leuten, die aus der ersten, zweiten Generation, die kommen ja auch dann schon unter Verdacht. Das ist alles hier fast nicht mehr rückgängig zu machen. Der Kipppunkt ist längst überschritten. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Passt bloß auf euch auf. Spielt da nicht den großen Held. Geht weg, wenn 5, 6 Jugendliche auf euch zukommen. Das passiert schon am helllichten Tag in Einkaufsstraßen oder in der Bahn. Ja, da kann man schlecht weglaufen. Gebt ihnen das Portemonnaie oder Handy. Ist mehr wert als das Leben. Also, und lauf schnell weg. Spielt da nicht den großen Max. Und ja,
Das kann ich nur noch mal so auf den Weg euch geben. Und ja, das war jetzt hier das Video zu diesem Thema. Gleich folgt noch ein anderes Thema. Mach hier noch mal ein paar Videos und sage ich hier danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter und bis zum nächsten Video.